Hallo Leute und herzlich willkommen beim nächsten Schritt unserer Tutorial-Reihe. Und zwar, es geht heute nochmal darum um die Kategorien. Das möchte ich euch nochmal auf unserer Homepage sagen, warum die wichtig sind. Weil ihr da mitbekommen habt, das ist im letzten Video ein bisschen untergegangen. Und als nächstes, das zweite, was heute noch drankommt, ist ein anderer Editor wird eingefügt. Und ja, damit fange ich gleich an. Ich fange gleich mal an mit den Kategorien, um das noch einmal zu zeigen. Das sind die Kategorien, die ich angelegt habe auf unserer Clan-Seite. Wie man sieht, da gibt es eine Home-Kategorie, unkategorisiert, Diablo 3, Battlefield 3. Dann gibt es News und dann gibt es in die News wieder Unterkategorien mit Clan News, Diablo 3 News und so weiter. Erste Sache ist, man muss das konfigurieren oder die Kategorien sich Gedanken drum machen, um das dann später besser konfigurieren zu können. Zum Beispiel hier bei News lassen wir uns anzeigen, die letzten 5 News werden hier angezeigt, und zwar immer ein Teil oder die komplette News, wenn es halt so kurz ist, wie hier bei Borderlands. Man kann natürlich auch hier auf die eigene Rubrik gehen, zum Beispiel nur Diablo 3 News. Und dann kann man sich den kompletten Beitrag anzeigen lassen. Und die zweite Sache ist, wenn ihr einen Beitrag bearbeiten wollt. Schaut euch das mal an. Stellen wir mal hier, dass man alle Beiträge sieht. Wir haben noch nicht so viel Content auf unserer Seite, aber schon langsam wird es unübersichtlich. Und damit man halt die Beiträge schneller findet, besteht halt auch die Möglichkeit, diese noch Kategorien zu sortieren oder beziehungsweise sich nur die Diablo 3 Kategorien anzeigen zu lassen. Dann haben wir das hier. Dann kann man einen Beitrag zum Beispiel öffnen, das hinzufügen oder entfernen, was man gerne hätte. Kann den bearbeiten, da ist ein Video drin, und kann ihn wieder abspeichern. Man findet die Beiträge durch die Kategorisierung wesentlich schneller. Man hat es einfacher, man hat mehr Möglichkeiten am Frontend, diese anzeigen zu lassen, beziehungsweise halt gegliedert anzeigen zu lassen, wie halt bei den News. Und ja, es ist einfach komfortabler. Nehmt euch einfach die Zeit und die Mühe, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, das logisch zu gliedern. Ihr werdet später dann froh sein, wenn das klappt. So, und weil ich gerade drinnen bin, beim Beitrag bearbeiten, hier sehen wir den Editor, den wir verwenden. Wir verwenden den JCE-Editor. Hat wesentlich mehr Möglichkeiten. Ich mache mal einen Beitrag auf unserer Testseite, die wir so Inhalt, Beitrag, neuer Beitrag. So, warten wir, bis das geladen ist. Man hat hier ebenfalls Möglichkeiten, Text zu formatieren, Zeilen zu nummerieren, Tabellen einzufügen und. Aber ich glaube, man sieht es am ersten Blick. Die Möglichkeiten bei diesem Standard-Editor von Joomla sind wesentlich geringer als zum Beispiel mit dem JCE. Den haben wir hier. Und ich würde euch gerne zeigen, wie man den hochlädt, wie man installiert, beziehungsweise wie man ihn verwendet. Das habe ich schon vorbereitet. Und zwar, den habe ich über Google habe ich den gesucht, bin dann auf die Herstellerseite gegangen. Ja, das ist er, man kann sich da ein bisschen belesen. Wir suchen einen Editor oder den JCE Editor. Den gibt es für drei Varianten, Joomla 1.5, 2.5 und 3.0. Wir brauchen natürlich den für Joomla 3.0. Wir nehmen den obersten hier, den 2.3.2.4. Den habe ich auch auf unserer Seite verwendet.
Das wurde runtergeladen, wir ziehen dann mal auf die Seite. Öffnen wir mal. Und schieben den in unseren Ordner. Gehen wieder in unser Backend. Schließen jetzt natürlich einmal den neuen Beitrag. Gehen wieder auf Erweiterungen. Nochmal auf Erweiterungen. Suchen uns hier wie immer die Paketdatei comjce, das ist das Paket, was wir gerade heruntergeladen haben, hochladen und installieren. Wir warten auf die grüne Meldung, dass alles geklappt hat und einwandfrei funktioniert. Die Nachricht ist da, wurde installiert. So, als nächstes sollten wir diesen Editor als Standard-Editor festlegen. Um den jetzt als Standard festzulegen, gehen wir in den Reiter System auf Konfiguration und haben hier bei Website hier unten den Editor TinyMCE. Wir würden aber gerne den JCE verwenden, weil er einfach die besseren Möglichkeiten bietet, und sagen Speichern und Schließen. Das werden wir jetzt gleich mal überprüfen, ob wir einen Beitrag schreiben können und schon den neuen Editor haben. Schaut gut aus. Ich weiß natürlich aus Erfahrung, das funktioniert nicht einfach. Man muss noch einmal ein bisschen sich die Konfiguration vom JCE angucken. So, wie gesagt, um jetzt zum Beispiel YouTube-Videos drin anzeigen zu können, ohne dass man damit Probleme kriegt, müssen wir den JCE Editor ein wenig konfigurieren. Das ist nicht schwer, keine Angst. Wir brechen jetzt einfach mal den neuen Beitrag erstellen ab, gehen hier auf Komponenten, auf den JCE Editor, auf globale Einstellungen. Entschuldigung, auf Editor Profiles, wählen hier das Default aus, Plugin Parameter, und jetzt können wir runter switchen zum Media Support. Media Support, da ist er doch klein in meiner. Und zwar ist ganz wichtig, dass wir, wann wir Videos von YouTube direkt in unsere Beiträge anzeigen lassen wollen, dass wir iFrames erlauben. Und dann setzen wir das auf Yes. Wir speichern das und schließen das Ganze. Gehen wieder zurück auf Inhalt. Wir probieren das natürlich gleich aus, ob das ja auch wirklich alles so funktioniert, wie es sein sollte. Wir nehmen einfach ein Video, was ich schon hochgeladen habe. Sagen teilen, einbetten. Dann hat man hier noch ein paar Optionen. Die Größe und so weiter. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Kopiere mir den Einbettungscode. Switche in die Source Code Ansicht, das wo hier die Zeilen nummeriert sind, füge den Einbettungscode ein, switche wieder zurück, dann habe ich das hier gelb markiert, wo das Video drin ist, setze das mittig, vergebe den Titel Test für YouTube, schmeiß das in eine Kategorie wie bei uns, damit ich das wieder finde. So, speichern und schließen. Jetzt müssen wir diesen Beitrag natürlich auch noch mit einem Menü verbinden. Und zwar verbinde ich das jetzt mit dem Beitrag über uns. Test für YouTube. Angewählt. Speichern, schließen. Und wenn das gespeichert ist, gehe ich hier auf über uns, und es sollte
das Video angezeigt werden. Jetzt kann man hier draufklicken, kann sich das anzeigen lassen, abspielen. Man kann komplette Playlists auf seiner Seite anzeigen lassen. Probiert es ein bisschen herum, klickt euch ein bisschen durch die Einstellungsmöglichkeiten vom JCE. Das ist gar nicht so schwer, wie es eventuell ausschaut. Auch hier gilt wieder, dass überall Hilfetext aufpoppt. Wenn irgendwelche Fragen sind, meldet euch bitte, schreibt es unten in die Kommis rein, was euch bewegt. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Erstellen eurer Homepage und wir sehen uns bald. Bis dann, ciao!